Also ich bin mittlerweile so, dass ich weiß, es gibt die Tests, die man beim Arzt machen kann. Und ich möchte gerne einen Bluttest haben und wissen, ist es bakteriell oder viral? Das kann man mittlerweile machen. Es gibt auch Schnelltests, die leider in Deutschland viel zu wenig verbreitet sind. Da habe ich schon 2013 darüber berichtet und jetzt mittlerweile wird da ganz großer Hype gerade in Hamburg gemacht, dass die also diese Schnelltests einführen, die es aber schon seit 2013 gibt. Also ich weiß gar nicht, es bewegt sich da alles sehr gemächlich und ich würde mittlerweile, bevor ich ein Antibiotikum kriege, immer auf einen Bluttest bestehen.